Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Roger gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von Biznote, Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Links, rechts oder Mitte? Mit Smart Data and Analytics von Biznote liegen Sie immer richtig. www.biznote.ch. Roger gegen Markus, an dem Montag Corona und US-Wahlen, die beiden ganz grossen Themen. Wir reden über Corona schon seit sehr langer Zeit. Du hast immer gesagt, man sollte nicht auf Fallzahlen schauen, sondern auf die Hospitalisierungen. Ich habe gesagt, zuerst kommt das eine, dann das zweite und dann die Zahl der Toten. Schauen wir doch mal, schauen, wie die Situation im Kanton Genf ist heute in der NZZ. 474 Corona-Patienten im Genfer Universitätsspital, 76 auf der Intensivstation. In der NZZ kann man dazu lesen: In den vergangenen Tagen wurden im Kanton Genf täglich zwischen 1000 und 1300 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Laut dem Universitätsspital ist die Lage dramatisch. Die Klinik befürchtet, dass künftig Patienten per Helikopter in andere Spitäler gebracht werden müssen. Auch rücke der Tag näher, an dem man Patienten ab einem gewissen Alter abweisen müsse. Was sagst du da dazu, Markus? Ja, der letzte Satz ist reine Spekulation. Typische Angstmacherei von einer Zeitung, die mal gut war und jetzt leider auch von dieser absoluten Hysterie ergriffen ist. Und das andere, die Zahlen, die wir haben die Zahlen. Ja, die Zahlen sind dramatisch, völlig klar. Aber Genf war immer schon ein Hotspot gewesen. Da gibt es vielleicht verschiedene Gründe. Wahrscheinlich die Nähe zu Frankreich, wahrscheinlich die soziale Ungleichheit, die sehr gross ist in Genf. Du weißt es nicht im Genauen, aber Genf ist ein Kanton von der Schweiz. Und es zeigt ja auch, das muss ich jetzt auch mal sagen, dass die Politik vom Bundesrat immer noch nach wie vor richtig ist, dass man schaut, dass jeder Kanton mehr oder weniger sich auch anpassen kann, je nach Situation. Genf ist nicht die ganze Schweiz. Genf ist ein Hotspot, das ist gar keine Frage. Aber es gibt noch weitere Hotspots, unter anderem im Kanton Freiburg, wo der Herr Berset kommt, Wallis, Jura etc. Die Zahl der Toten am Freitag 52, wenn man das ausrechnet, auf einen Monat hochrechnet, 1500. Und das, bevor jetzt eigentlich die Zahlen, die wir aktuell haben, dort eigentlich zum Tragen kommen, über das Wochenende 93. Das ist dramatisch. Das wird also viel schlimmer. Wir sind erst am Anfang vom Winter, als es im Frühling war. Du hast immer gesagt, aber das ist doch kein Vergleich mit dem Frühling, Markus. Ja, erstens ist immer noch kein Vergleich und zweitens sind wir immer noch nicht, wir haben keine Übersterblichkeit, also wenn du die ganzen Toten anschaust, die wir haben jetzt, sind die nicht höher oder bedeutend höher als vor einem Jahr oder vor zwei Jahren oder einfach im längeren Durchschnitt. Aber die neue Entwicklung hat erst vor ein paar Tagen angefangen. Ja, das sagst du auch immer. Seit mehreren Wochen sind die Fallzahlen gestiegen, die Hospitalisierungen sind langsam nachgezogen, aber nie in dem Tempo wie damals im Frühling. Schon deswegen ist ein grosser Unterschied feststellen und das Gleiche gilt für Todesfallzahlen. Und was ich auch noch sagen möchte, ich meine, das ist ja der Grund, warum wir eine Eidgenossenschaft sind. Also die Genfer Patienten, die können wir auch durchaus in anderen Spitälern versorgen. Das ist alles immer noch möglich. Und man soll nicht jedes Mal so tun, wenn die Zahlen aufgehen, und sie gehen im Fall jedes Mal in dieser Jahreszeit auf, aus anderen Gründen, nämlich normalerweise haben wir einmal Grippewellen in dieser Zeit. Das ist ein normaler Ansturm in dem Sinn, wo wir durchaus können bewältigen können. Also Markus, was du jetzt erzählst, das läuft mir kalt den Rücken ab. Das ist eine Epidemie, eine Pandemie, die es seit 100 Jahren nicht gegeben hat. Und wenn du das jetzt wieder mit der Grippe Vorfall, wo wir im Jahr immer wieder haben, immer im Winter vergleichst, dann macht mich das wirklich irgendwie ratlos. Aber du hast ja gestern noch eine Kolumne geschrieben, der Sonntagszeiter unter dem Titel «Diktator der Entschlusslosigkeit». Du siehst dich auf der Alain Berset, immer wenn Berset kommt, kommt bei dir Diktator, aber Diktator der Entschlusslosigkeit. Das ist grotesk. Soll originell tönen, aber ist völlig Faktenfehler. Was ist ein Diktator von der Entschlusslosigkeit? Also erstens finde ich das unglaublich eine originelle Formulierung. Ich tue mich nicht gerne häufig originell wird sein, aber die ist sehr originell. Und du weißt selber, ich habe zuerst das Bild gebracht vom Konktator und deshalb auch Diktator, haben auch viele Leser nicht verstanden. Diktator ist ein Begriff aus der römischen Geschichte. Ich tue das diverse vergleichen mit dem Konktator. Notabene einem sehr erfolgreichen Feldherr. Also der Berset kann sich geschmeichelt fühlen, dass ich ihn mit dem Konktator vergleiche. Diktator der Entschlusslosigkeit.
Arbeitslosigkeit. Das hat damals für den römischen Staatsmarkt gelten und gilt jetzt für den Bersee. Ich tue es nachher auch ausführen, warum er in Schlusslosigkeit ist. Ich tue auch das loben übrigens. Auch das wäre ein Missverständnis, wenn ich so verstanden werden würde, dass er irgendwie da einen Fehler macht. Nein, im Gegenteil. Ich glaube, es zeigt sich nochmal einmal. Unser System ist sehr, sehr gut. Wir haben 7 Bundesräte, 4 Parteien. Das führt dazu, dass zum Beispiel der Alain Berset sich am vergangenen Mittwoch nicht hat können durchsetzen. Er hat enorm viel einschneidendere Massnahmen wollen, die meiner Meinung nach wahrscheinlich nicht zum Ziel geführt haben. Und da ist er zurückgepfiffen worden. Das ist gut. So habe ich es auch gemeint. Also, das ist völlig irgendwie wirr, was du da jetzt wieder erzählt hast. Von Diktator keine Rede. Einer, der sich offenbar muss unterordnen, ist kein Diktator. Also, aber Alain Berset hat ja andere Sachen gesagt in der Schweiz am Wochenende. Der Schweizer Weg sei bis jetzt erfolgreich gewesen. Und das trotz dieser hohen Zahlen, Rekordzahlen oder fast Rekordzahlen in Europa, ohne Gründe anzugeben, obwohl er nicht auf ein krasses Fehlverhalten hinweist. Und er sagt sogar, wir müssen jetzt nicht schauen, wieso das passiert ist, sondern wir müssen die Fürsche schauen. Aber wenn man nicht analysiert, warum wir fast Spitzenzahlen haben in Europa, was da bei uns falsch gelaufen ist, kann man doch nicht die richtigen Massnahmen ergreifen. Das würdest du doch auch nicht machen. In einer Firma, wenn man sagt, es ist alles schief gelaufen, ja, wir schauen jetzt nicht, was passiert ist, wir schauen nur Fürsche. Also Roger, da bin ich jetzt wie häufig sehr gleicher Meinung wie du. Ich finde das komisch. Ich finde, bis jetzt hat die Bundesverwaltung, vor allem das Bundesamt für Gesundheit, sich nie, aus meiner Sicht, nie richtig bemüht, dieser Epidemie auf die Schlicht zu kommen, herauszufinden, was eigentlich genau abgeht. Ich habe es schon mal erwähnt und ich betone es immer wieder, wir wissen eigentlich immer noch nicht, welches die besten Methoden sind, um die Epidemie zu bekämpfen. Wir wissen nicht genau, wie die Übertragung stattfindet. Wir wissen die Mortalität nicht richtig. Es werden keine konsequente systematische Stichproben erhoben. Es sind auch Daten, die mehr darauf unsere Urteile basieren, sind sehr, sehr unklar und unsicher. Zum Beispiel einfach ein kleines Detail, das du wahrscheinlich auch nicht weisst. Etwa seit dem Frühling tun wir zum Beispiel die Grippe gar nicht mehr zählen. Die kommt gar nicht mehr vor. Also es gibt ganz viele Sachen. Die nicht stattfindet im Sommer. Ja, so komischerweise. Und jetzt haben wir aber Oktober und nicht Sommer. Und jetzt kommt sie auch noch nicht vor. Ja, eben komisch. Sie gar nicht mehr zählen. Sie zählen sie seit dem Frühling nicht mehr. Nein, schau mal. Es ist völlig klar. Hat sehr viel mit dem zu tun. Daten sind total schlecht, die wir haben. Deshalb ist auch deine Konzentration auf die Fallzahlen ist meiner Meinung nach völlig übertrieben. Die Fallzahlen sind nicht der einzig wichtige Wert. Auch die Hospitalisierungen sind übrigens, so wie sie erhoben werden, auch nicht über jeden Zweifel erhoben. Und wie gesagt, wir wissen immer noch nicht, was ist die Übertragung, was ist Sterblichkeit, was ist die beste Methode. Von dem her hat Alain Berset nicht recht. Gleichzeitig finde ich, relativ gesehen, muss einfach mal sagen, wir haben jetzt die Pandemie schon längere Zeit. Die Spitäler sind nicht zusammengebrochen. Es ist nie passiert, dass irgendein Patient zurückgewiesen werden musste, was zwar jetzt seit 8 Monaten in den Medien ständig herbeigeschrieben wird. Es ist nie passiert. Von dem her haben wir es durchaus im Griff. Also, im Sommer ist das natürlich nicht passiert, aber jetzt haben wir die exponentielle Wirkung. Und was du erzählst, man weiss nichts, das ist genau die These von diesen Corona-Lügner und Corona-Verweigerer etc. Man weiss mittlerweile sehr viel, man weiss einiges noch nicht, aber man weiss sehr viel. Und weißt du, was die beste Methode ist, Roger? Markus, ich habe dich vorher auch lang reden lassen. Wäre es möglich wäre, würde ich gerne auch meine Sache sagen können. Nur eine Frage. Was? Ja gut, also... Auch du bist einer, der immer gesagt hat, ja, nicht Panik machen, kein Alarmismus. Und der Berset, da dein Diktator oder was immer er soll sein, hat gesagt, auf die Frage, warum er so spät gehandelt hat, hat er gesagt, wir wollen nicht in Panik und Alarmismus verfallen. Und das ist so eine dumme Antwort, weil man 2 oder 3 Wochen länger gewartet hat, hat man nicht in Panik und Alarmismus fallen. Man hat es einfach verzögert und hat es schlimmer gemacht. Und das Wort Alarm kommt übrigens, und Panik kommt von Donald Trump, der im Februar schon gesagt hat, er will keine Panik verbreiten. Und heute noch sagt, die Covid, wie er immer erzählt an seinen Rallies, sei jetzt schon am Weggehen, sei es fast schon vorbei. Und sein Sohn, der Donald Trump Jr., hat gesagt, Todesfälle gibt es fast keine, obwohl es 1000 gibt in Amerika. Und das ist die Situation, die Realität verweigern. Ob sie da sind oder dort sind, oder den Boris Johnson, der im Sommer noch nichts gemacht hat, dann hat er plötzlich etwas gemacht. Viel Spaß, 46'000 Tote in Großbritannien. Und dann hat er nachher gesagt, wir machen jetzt keinen zweiten Lockdown. Und was hat er am Samstag gesagt? Es gibt keine Alternative.
Alternativen zum Lockdown und hätten in England müssen verordnen. Gut, das ist die Situation. Die später handeln, die machen gut. Alles Boris viel, Johnson, viel schlimmer. Boris Johnson, bist du vollkommen falsch informiert. Boris Johnson hat im Frühling zuerst völlig richtig gehandelt, dass die Zeug auch realistisch eingeschätzt. Seither ist er enttrieben. Seither erzählt er nur Blödsinn. Ist eine der grössten Enttäuschungen, die es gibt. Es ist überhaupt nicht wahr, dass der Boris Johnson noch einmal den Lockdown wirklich stark in Frage gestellt hat. Er ist einer der Extremisten, was die ganze Corona-Bekämpfung betrifft. Ah, ja? Furchtbar, ja, wirklich furchtbar. Ich kenne keinen, der so völlig übertrieben handelt wie der Boris Johnson. Selber die Schuld. Hätte vielleicht sein Gesundheitswesen, sein sozialistisches, früher müssen anfangen zu reformieren. Das ist eine der grossen Lebenslügen von England, dass sie ein Gesundheitssystem haben aus dem Zweiten Weltkrieg, sozialistisch, das nicht funktioniert, noch nie funktioniert hat. Sagen alle Leute, die dort mal im Spital waren oder auch gearbeitet haben, wie zum Beispiel deutsche Freunde von mir. Das ist das Erste. Zweitens bin ich froh, dass du den Bersey und den Trump jetzt auch mehr oder weniger als ähnlich empfindest. Beide sagen offensichtlich das Gleiche. Vielleicht ist es eben nicht so dumm, was ab und zu der Trump sagt. Und was ich auch noch wollte betonen, Roger, du weißt es auch nicht, was die beste Methode ist. Du tust immer so darstellen, als wäre völlig klar. Dabei ist völlig klar, der Lockdown hat nicht wahnsinnig viel gebracht. Er tut nur verzögern. Das bringt uns an sich nichts. Und es ist einfach nicht so, wie du darstellst. Und du kannst es noch 500 Mal erzählen. Und ich glaube, es gibt viele Politiker, die sehr gerne deinen Ratschlag hätten, wenn du so sicher wärst, wie die richtigste Methode aussieht. Niemand weiss es genau. Also, und du kannst es 5000 Mal erzählen, wenige Kontakte sind wichtig, Social Distancing ist wichtig, Masken sind wichtig, auch Hygiene ist wichtig, das ist es. Und das hat sich ja bewiesen an allen Orten. Ja, wir können es aber nur verzögern. Aber du hast immer gesagt, das Gesundheitssystem darf nicht zusammenbrechen. Und jetzt sind wir schon am Teil von der Schweiz, sind wir kurz bevor. Aber was sagt denn noch der Herr Bersey? Was ist das Ziel von seinen Massnahmen? In der NZZ hat er gesagt, wenn sich das Wachstum der Fallzahlen nicht abschwächt, müssen wir unangenehme Fragen beantworten. Aber es geht doch nicht ums Wachstum abzuschwächen. Man muss es abbringen. In Israel hat man es mit dem Lockdown von 10'000 auf 200 abgebracht. Der Herr Macron hat gesagt, wir müssen von 40'000 auf 5'000 abbringen, würde in der Schweiz etwa 500 entsprechen. Wir haben 9'000 am Tag. Und der Herr Bersey sagt, unser Ziel, das Wachstum darf nicht weiter raufgehen. Das ist doch keine Zielsetzung. Und er hat auch nicht gesagt, wie lange die Massnahmen gehen und eben, was das eigentliche Ziel muss sein, nämlich die Fallzahlen und die Hospitalisierungen und Todeszahlen massiv runterzubringen. Nein, es ist weder Fisch noch Vogel. Was ist denn? Dann sind die Fallzahlen da unten. Und nachher, was machst du denn? Dann musst du langsam aufmachen. Kannst langsam oder schnell machen. Wir haben alle Varianten. Nein. Wir haben alle Varianten erlebt in Europa. Wir haben alle Varianten erlebt. Alle haben gleiche Fallzahlen. Frankreich, Spanien, Holland, Dänemark. Alle gehen auf, Roger. Es ist eine Illusion. Und es ist absolut typisch für gewisse Leute, die so technokratisch sind, die das Gefühl haben, haha, auch die Epidemie haben wir sofort im Griff, wie der Mensch alles im Griff hat. Das ist nicht der Fall. Und es ist nicht wahr. Und du tust meiner Meinung nach die Leute auch in falscher Sicherheit wiegen. Wenn wir die Fallzahlen runterbringen, dann sind sie im Frühling halt wieder da oben. Es bringt doch nichts. Es ist offensichtlich... Wer weiss das? Wegen dem Wetter wieder runter. Willst du jetzt 3-4 Jahre lang so weiterleben wie jetzt? Das ist doch keine Lösung, Roger. Nein, das ist keine Lösung. Aber einfach das Gendern lassen, wie du das willst. Und was du erzählst, ist natürlich ein Unsinn. Deutschland hat 4-mal tiefere Fallzahlen als die Schweiz. Und sogar Amerika von Donald Trump hat tiefere Fallzahlen. Und wo am Anfang die Prognosen gekommen sind, Herr Somm, wenn man das zitieren hast du gesagt, alle Prognosen sind falsch. Sind alle falsch gewesen. Ja, und in Amerika sind Prognosen zwischen 100 und 240'000 sind genannt worden. Mhm. Jetzt hat es bereits 230'000 am Anfang von der zweiten Welle. Und das ist faktisch. Und Roger, die Prognose für Großbritannien heisst, wenn es so weitergeht, kein Lockdown, 80'000 allein in Großbritannien. Die Fallzahlen sind... Man hat von Totengeld Millionen höher. Zum Beispiel der Ferguson, der Wissenschaftler in London. Schau, Prognosen sind völlig übertrieben gewesen. Bei uns hat ein Professor gesagt, bis der Aguzzi, oder wie heisst er, wo da von BSE so berühmt worden ist, der gesagt, wenn man bis im Juli hat er irgendwie gesagt, unglaubliche Zahl von Toten, hat auch nicht gestimmt. Roger, alle, und da hat der Bersey nämlich auch recht, alle Prognosen bis jetzt sind falsch gelagert. Da hat der Bersey sehr recht. Markus Somm,
die haben, also die Zahlen, die so genannt worden sind wie du, A und nur eins, sind gewesen, wenn man keine Massnahmen ergreift, wenn man überhaupt keine Massnahmen ergreift. Und man hat Massnahmen ergriffen und hat trotzdem die ganz hohen Zahlen. Und obwohl der Donald Trump sagt, hey, wir haben es dann fast vorbei, we're rounding the corner, etc. Amerika hat Höchstwert, wo man noch gar nicht vorher hatten. Und darum reden wir jetzt gerade noch ein bisschen über Amerika, machen zwischendurch kurz Werbung. Einfach Risiken erkennen. Einfach die richtigen Businesspartner auswählen. Einfach keinen Verlust mehr machen. Einfach und schnell als Unternehmen wachsen. Einfach wertvolle Kundenbeziehungen aufbauen. Und einfach wieder mehr Zeit für die wichtigen Dinge im Leben haben. Lassen Sie die Daten von Dun & Bradstreet, die Besten der Welt, für Ihr Business arbeiten. Vertrauen Sie auf die Risikoplattform der nächsten Generation. D&B Credit. Jetzt 30 Tage gratis testen. www.biznode.ch. Also, die Wahlen morgen. Endlich, muss man sagen. Und die Frage ist, wie fühlst du dich am Tag vorher, Markus? Erschöpft. Schon jetzt erschöpft. Vor allem mit der Aussicht. Total emotional und psychisch. Das ist noch härter. Eigentlich die härteste Nacht von meinem Leben wird mir morgen bevorstehen. Genau, wir werden zusammen übrigens bei Blick TV werden wir die ganze Nacht versuchen, da schauen, was passiert. Also ich muss sagen, also wenn ich zurückschaue, 2016, die Wahlnacht ist etwa fast die schlimmste Nacht, die ich je erlebt habe. Ich konnte es einfach nicht glauben, was dort passiert ist. Also, ich war in einer Schockstarre und ich hoffe, dass du das morgen wirst sein. Nein, ich bin nicht in einer Schockstarre. Ich habe mich jetzt schon emotional total für das vorbereitet. Vor allem weiss ich ja, dass ich ja nicht darf zeigen, dass mir das irgendwie etwas ausmacht, weil du schaust jetzt immer zu und jedes Mal, wenn ich Schwäche zeige, tust du das brutal ausnützen. Aber gibt es, jetzt noch eine Frage, also Hand aufs Herz, ja. Gibt es irgendetwas, was dich dazu bringen würde, wenn der Trump etwas sagt oder macht, wo du würdest sagen, doch, ich will ihn eigentlich nicht. Oder ist alles, was er macht und sagt, eben zum Beispiel, der Biden muss verhaftet werden, schon Hillary hat müssen verhaftet und ins Gefängnis gerührt werden, oder ich werde am Wahlabend, werde ich sagen, ich bin ein Sieger, obwohl ein grosser Teil von der Stimmen nicht auszählt sind und so weiter. All das lasse ich das alles kalt und sage, ich bin trotzdem für den Typ. Ja, also erstens finde ich gut, dass du mich immer falsch zitierst. Das tut mir immer die Möglichkeit geben, das nachher richtig zu stellen. Wie du weißt, dankbar. In den letzten 4 Jahren habe ich sehr häufig gesagt, was er für sich erzählt hat, dass mich das gestört hat. Ich habe es auch kritisiert, ja. Das ist alles nicht der Punkt. Aber ich habe immer darauf hingewiesen und das tue ich auch jetzt wieder. Es gibt zwei Donald Trumps. Es gibt den Trump vom Twitter, der ab und zu sehr richtiges Zeug sagt, der einen guten Instinkt hat und ab und zu totalen Unsinn sagt. Gemeins Zeug sagt, geschmackloses Zeug sagt oder unrichtiges Zeug sagt. Das ist alles richtig. Und gleichzeitig gibt es den Trump inhaltlich, wo ich gesehen habe, was für eine Politik er gemacht hat. Und dort muss ich sagen, ja, etwa 90% sehr gut, ein Riesenerfolg. Aber gut, aber eine von den erfolgreichsten Präsidentschaften, die Republikaner je hatten, seit dem Ronald Reagan. Das heisst, auf Deutsch gesagt, ich würde ihn sehr wieder wählen, auf jeden Fall. Wenn er morgen abgewählt wird, was ich glaube, bin ich traurig, ich finde es schlecht, ich finde es nicht gut für das Land, für eines von den Ländern, die ich wirklich liebe. Ich höre die Nationalhymne der Amerikaner und muss brüllen. So nahe ist mir das Land. Nein, ist wahr. Es gibt kein Land, das mir so wichtig ist, neben der Schweiz, wie Amerika. Nein, es tut mir aber richtig. Nein, ist nicht kitschig, ist jetzt einfach so, bin halt ehrlich. Wieso musst du brüllen? Du hast Amerika auch gern. Du hast Amerika gern. Das ist total, aber ich brülle nicht. Ja, ich freue mich, wenn ich sie höre. Du bist halt ein verschrobener Cowboy, der das mit einer ganz grossen Gelassenheit kann ertragen. Ich muss brüllen vor Rührung, wenn ich die Nationalhymne höre. Und sogar der wenn Joe Biden dort steht als Präsident, muss ich brüllen. Nein, so am Wasser weit, gebaut. So weit ist das. So gut oder geht wenn das. Oder wenn du siehst, wenn der Donald Trump die Fahne umarmt und so, dann musst du auch anfangen zu brüllen. Aber das habe ich nicht gesagt, Roger. Das habe ich nicht gesagt. Das ist, noch ich find, das ist also. Mir zu kitschig. Aber ich finde, die Nationalhymne ist auch ein schönes Lied und ein unglaublich schöner Text. Und es ist einfach ein irrsinniges Land. Fertig. Gut. Also, los jetzt mal. Das Land ist im Moment in einer grossen Krise. Es ist teilt, wie es noch nie war vorher in den letzten 100 oder 200 Jahren oder 150 Jahren seit dem Bürgerkrieg, dank Donald Trump. Und jetzt will er und seine Anwälte wollen ja möglichst verhindern, dass alle Stimmen gezählt werden und haben schon hunderte von Klagen initiiert, zum Teil sind sie abgeschifft und so weiter. Wie findest du das eigentlich als Demokrat, dass man wirklich alles machen will, dass gewisse Leute einfach nicht abstimmen können? Ja gut, das ist jetzt so verzerrt dargestellt, das ist ganz anders.
die Anwälte, die jetzt da Klagen eingereicht haben, die wollen verhindern, dass beschissen wird. Und es besteht eine gewisse Gefahr, dass beschissen wird. Und zwar, das besteht jedes Mal auf beiden Seiten. Und von dem her finde ich es völlig Nein, richtig. Das ist überhaupt und wir nicht haben so. Schon ein paar Mal Sie über das geredet. Der FBI-Chef Ray paar Mal geredet, wenn Sie hat gesagt, mit der Post kommen, können es die Amerikaner nicht so gut. Das ist ein Risiko. Aber zum Beispiel in Texas haben 120'000 Stimmen, Leute haben abgestimmt und haben das reingerührt an verschiedenen Orten, so in einem Drive-Thru wie in Amerika, da kann man alles machen, bis zum Heiraten kann man Drive-Thru, haben einfach gesagt, die werden nicht ausgezählt, die Republikaner. Einfach, und dann haben jetzt verloren mittlerweile, jetzt gehen sie Nein, noch nicht, oder? Jetzt ist noch das höchste Gericht, oder? Das ist noch nicht, ist noch nicht. Ja, und was findest du für solche Massnahmen? Nein, aber was findest du? Nur so Versuche, die 120'000 Leute. Ich müsste genauer wissen, du, was du wieder bist, ist einfach gefiltert durch die New York Times, wo es so parteiisch ist. Nein! Also, das ist das Schlimme dieser Spaltung, die du jetzt vorher gesagt hast. Einer der wichtigsten Gründe für die Spaltung sind die Medien. Die Medien haben 4 Jahre lang alles falsch dargestellt, was man falsch darstellen kann. So, dass du praktisch alles musst zuerst selber recherchieren und schauen, was genau der Fall ist. Ich kenne den Fall jetzt zu wenig. Ich müsste den auch zuerst recherchieren, um das genau anzuschauen. So wie es du darstellst, glaube ich nicht, dass es so war. Also glaub du einfach, tu dich mal, richtig informieren. Und zwar an verschiedenen Orten. Und das Wahnsinnige ist ja, der Sender, den du offenbar findest, der hat am besten informiert, wenn ich dir jetzt zulasse, ist Fox News. Habe ich nie gesagt. Gut, Fox News hat gesagt, nach eigenen Umfragen festgestellt, der Biden liegt 10 Punkte vor. Aha, gut, aber das Moderatoren. Nein, aber die Moderatoren dort tun so, wie wenn es 50-50 ist und ganz hart auf der Kippe und so. Und das heisst, wenn jetzt Biden würde gewinnen, dann passiert das, was Donald Trump angekündigt hat. Er hat nämlich gesagt, wenn wir verlieren, dann sind wir betrogen worden. Das ist gesagt, wir können nur verlieren, wenn wir uns betrügen. Roger. Das ist die Ausgangslage von dieser Wahl und das auch, macht mir es Angst. Es ist auch auf der anderen Seite völlig klar, dass wenn es knapp wird und knapp so aussieht, dass der Trump gewonnen hätte, wird die Demokraten genau das Gleiche machen. Hör doch auf. Und ich, aber Sie sagen mich nicht, dann ist Betrug. Demokraten haben 4 Jahre einen legitim gewählten Präsidenten nicht anerkannt. Sie haben alles gemacht, um den rauszumobben aus dem Amt. Sie haben Untersuchungen gemacht, Fake-Untersuchungen, das FBI eingespannt. Die ganze Intelligence Community hat den verfolgt auf eine Art und Weise, wie es das noch nie gegeben hat. Bananenrepublik haben wir schon lange und Bananenrepublik ist zum grossen Teil vom sogenannten Deep State rausgekommen, wo der Trump hat wollen, aus dem Amt rausmobben. Muss ich jetzt ehrlich sagen, wenn die Leute jetzt mit ihren Krokodilstränen kommen und sagen, das ist alles so schlimm, Entschuldigung. Sie sind die, die die Institutionen völlig missbraucht haben und kaputt gemacht haben in den letzten 4 Jahren. Genau, Sie das Gegenteil ist der Fall. Ja, es ist einfach so, dass, es ist so. Er hat, Moment, jetzt wollte ich auch dagegen reden, oder? Machen wir es doch noch so. Er hat wollen und hat mit verschiedenen Arten und Weisen hat er das auch versucht erreicht, dass der Justizminister gehandelt hat, wie sein persönlicher Anwalt, obwohl er laut Verfassung muss unabhängig sein. Und jetzt vielleicht noch die letzte Frage vor dieser grossen Wahl nach. Du hast immer gesagt, die Demokraten sind so totale Versager. Die haben alles versagt, wir haben es jetzt auch wieder gehört. Die sind so katastrophal. Dann frage ich dich, warum liegen sie denn bei den Umfragen jetzt doch sehr deutlich vor? Man weiss nicht, wie es rauskommt, oder? Letztes Mal sind die Umfragen auch nicht richtig gewesen. Nur die Abstände sind jetzt einiges grösser. Warum sind denn die Versager plötzlich offenbar so ganz klar von der Mehrheit der Amerikaner im Vordergrund? Ja gut, das ist ja gleich, wenn du würdest sagen, die Republikaner sind wahnsinnig gut gewesen, dass sie 2016 gewonnen haben. Das hast ja du wahrscheinlich, eine Antwort. Hast du wahrscheinlich eine Antwort. Auch nicht so gesehen. Nein, die Antwort ist ganz einfach. Der Trump hat in diesem Jahr zu viele Fehler gemacht bei Corona, hat er versagt auf eine spezielle Art, nämlich eigentlich vor allem kommunikativ. Seine Politik ist gut gewesen. Er hätte einfach ab und zu das Maul heben sollen. Er hätte ja nicht sollen öffentlich seine Leute, seine Experten bloßstellen oder blöd hinstellen. Das ist alles dumm gewesen. Und der grösste Find, den Trump hat, ist er selber. Das weiss man und das ist schon lange bekannt. Dass er gewisse charakterliche Schwächen hat, wissen wir. Und bleiben dabei, inhaltlich ist das eine der erfolgreichsten Präsidentschaften gewesen, die es seit langer, langer Zeit gehabt hat. Und ich sage das halt als ein Konservativer. Du siehst das halt als Linken anders, das ist völlig okay. Aber ich sage es als Konservativer oder als Liberaler, dass der Trump ein absoluter Segen gewesen für das Land. Und das wird jetzt morgen leider aufhören, oder am 20. Januar wird das aufhören. Und
dass es aufhört, da ist er selber die Schuld, hätte nicht so müssen sein, ist nicht die Leistung der Demokraten. Die Demokraten haben ihre Partei in die Luft gesprengt. Das werden wir nachher sehen, wenn der Joe Biden Präsident ist. Die Partei ist linksextrem, antisemitisch übrigens, antisemitisch auf eine ganz grusige Art, antikapitalistisch, wie man das seit dem Stalin nicht mehr erlebt hat. Das ist eine Partei, die nicht regierungsfähig ist. Das ist wie wenn du PDA 7 Sitz im Bundesrat gibst, das ist birrenweich. Aber es wird so kommen. Darf ich jetzt auch noch etwas dazu sagen? Ja, nein, ich würde noch schnell sagen, es wird Amerika nicht gut tun. Gut, also A, bin ich kein Linker, sondern eher bin ich ein Liberaler. Du bist ein Konservativer, erzkonservativ, rechtsbürgerlich, rechtspopulistisch, immer extremer. Und wenn du sagst, der Donald Trump hat nicht so gute Freunde um sich gehabt, du bist nur einer von den Letzten. Und du hast jetzt die Abschiedsrede vor den Wahlen gehalten. Wollen wir schauen, wie es rauskommt? Vielleicht gibt es morgen die ganz grosse Überraschung. Ja, und dann kannst du dich freuen. Und dann wirst du, dann musst du Kreide fressen, nachdem du das alles gesagt hast. Es passiert nicht, wahrscheinlich. Also, wir sind bei Blick TV die ganze Nacht drauf und am Morgen natürlich hören beide auf Radio 1. Ich hoffe, dass ich eine gute Nacht habe und du eine schlechte. Und du hoffst natürlich das Gegenteil. Nein, siehst du, also, bin ich nicht. Ich finde wirklich, ich gönne dir eine gute Nacht, weil du auch schon rein nervlich wird, dass dich entlasten. Das ist schon gut. nicht noch irgendwie schleimen zum Schluss. Nein, das ist schlimm. Das Mitleid ist schlimm. Nachdem, dass ich jetzt Gottverdeli eine halbe Stunde beschimpft worden bin, finde ich, darum habe ich was? Nicht nötig zum Schleimen. Ich bin beschimpft worden. Als Linksextremer noch mal. Ich habe gesagt links. Du hast gesagt rechtsextrem, rechtsbürgerlich, rechtspopulistisch. Ja, das bist du. Nazi hast du nicht gesagt. Das ist immerhin, das ist gut. Das tue ich schon mal anerkennen. Nein, aber was, Entschuldigung. Also, aber du bist aber jetzt mehr ausgefahren als ich. Du unterstützt den Rassist. Das können wir und sagst, diskutieren, Joe Biden sei ein Linksextremer. Und, nein, das müssen wir nicht mehr diskutieren. Das ist dokumentiert. Und du sagst, Joe Biden und die Demokraten sagen eine linksextreme Partei. Grässlich. Habe ich auch nicht gesagt. Irrelevant. Joe Biden habe ich nicht gesagt, sei linksextrem. Ich habe gesagt, die Partei hat sich in die Luft gesprengt, die ist crazy geworden. Die ist crazy geworden. Okay. Und du wirst es noch sehen, Roger, du wirst noch bedauern, was du heute gesagt hast. Gut, also ich werde sagen, die Republikaner haben sich in die Luft gesprengt. Die Partei muss sich jetzt von dem Dogma von dem Trump lösen und das wird ein sehr schmerzlicher Prozess sein, weil sie werden nicht nur verlieren in Washington, nicht nur die Präsidentschaft, sondern den Senat und in den einzelnen Staaten möglicherweise auch noch verlieren von Texas bis nach Georgia über Florida. Wenn wir schauen, überall ist es knapp. Es wird eine ganz spannende Nacht. Ich freue mich auf eine Art und Weise noch Angst davor. Jetzt geht es weiter im Programm von Radio 1. Schönen Abend und viel Vergnügen. Radio 1 Wetter wird Ihnen präsentiert. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.